Willkommen in der Erlebniswelt Baustelle. Ich habe zwei linke Hände, aber vielleicht deswegen, wenn man zwei linke Hände hat für das Praktische, hat man noch viel mehr Bewunderung für die praktischen Berufe. Für mich ist eine praktische Ausbildung etwas, wo ich immer auch jungen Menschen sage, ihr habt eine tolle Ausbildung. Ein bisschen beneide ich sie sogar darum. Bozen Technologiepark. Hier tauchen heute Kinder aus ganz Südtirol in 12 verschiedene Berufe am Bau ein. Die Erlebniswelt Baustelle ist eine Zusammenarbeit des Landesressorts für Bildung und dem LVH, Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister. Es macht Spaß und man kann einmal in die großen Berufe nicht schlürfen. Mein Tati macht so heiß aufzeichnen und so. Ja. Mir gefällt es, mit der Hand zu arbeiten oder so. Wir probieren ein Haus zu machen, ungefähr. Wir brauchen generell junge Leute, die nachkommen, die Freude am Beruf haben. Wir müssen aber auch schauen und dahin trachten, dass unsere Unternehmen oder die angestellten Unternehmen jung bleiben und die Erneuerung von jungen Leuten in Unternehmen sicherlich nicht versäumen. Die Lehrlingszahlen im Handwerk sind generell in den letzten Jahren gesunken. Doch ohne Handwerk funktioniert der Alltag nicht. Wir versuchen, beim Gehsteig die Sterne einzutieren. Wir machen eine Fliesenwand. Also wie eine Künstlerwand irgendwie. Wie Hundertwasser. Wir probieren sie zu kopieren. Einblick in das Handwerk auf der Baustelle. So manch einem ging hier heute ein Licht auf. Mir gefällt Elektriker, weil man kann mit Strom machen und die Geräte kann man halt benutzen. Und das darf ich gerne mal machen, wenn ich erwachsen bin. Wir haben steigende Lehrlingszahlen, aber nicht so steigend, wie wir es uns wünschen würden. Wir haben einen Beruf, dessen Geschäftsfeld immer größer wird. Man denke nur an die Elektromobilität. Und für uns ist wichtig, solche Aktionen zu starten wie heute, um einfach junge Menschen für unseren Beruf zu begeistern. Spannende Berufe in Zeiten des Umbruchs. Auch deshalb haben sich etliche Grundschulen angemeldet. Über 1000 Kinder kamen an diesen 3 Tagen. Also wir haben uns entschlossen, heuer das Projekt in Anspruch zu nehmen, weil uns das einfach ganz wichtig scheint, dass die Kinder auch mal die Berufe kennenlernen. Und das sind wirklich Sachen, wo man in der Schule nicht so viel macht und wo es in der Schule zu kurz kommt. Das Handwerk ist einer der stärksten Wirtschaftspfeiler in Südtirol mit 13.000 Betrieben und 43.000 Beschäftigten. Der Lehrlingsnachwuchs bereitet jedoch manchen Sorgenfalten. Nur 10% der jungen Menschen beginnen nach der Mittelschule eine Lehre. Wenn du kanntest einen Handwerksberuf auswählen, was darfst du nehmen? Vielleicht Mohl. Mir gefällt alles vom Mohlen, was es auf der Welt gibt. Vor allem Frauen sind auf Baustellen selten anzutreffen. Es fehlt noch an weiblichen Vorbildern, aber das könnte sich ändern in Zukunft. Leider sind noch sehr wenige Frauen, wobei jetzt haben wir das Glück, wieder eine junge Frau begeistern um zu können für den Beruf, der sie jetzt auch die Lehre macht als Dachdeckerin. Und wir hoffen, dass es noch viele, viele junge Leute für den Beruf begeistern und eben vor allem auch viele Frauen. Ich kann mich erinnern an die erste oder zweite Grundschule bei mir. Ich musste in der Schule schreiben, welchen Beruf willst du machen. Und dann habe ich geschrieben, ich will einen Beruf des Installateurs machen, weil ich dabei dreckig werden darf. Und ich glaube, dass heute die Jugend oft das Problem hat, dass sie nicht mehr den Umgang haben mit Sand, mit Wasser, mit Steinen, in einem Bach einen Damm bauen, in einem Wald einmal spielen. Und ich glaube, oft die ganzen banalen Sachen, was früher im Kindsein alltäglich war, der Umgang mit den Materialien, das fehlt heute. Dass wir ein Dach über den Kopf haben, es warm im Winter und kühl im Sommer haben, dass wir Licht haben und dass unsere Welt auch Farbe kennt. All das verdanken wir den Handwerkern.
Mich freut es all, meine Jungen heutzutage in seinem Beruf erlernt. Ich sage, das ist ein Beruf mit Zukunft. Er hat einen guten Verdienst, er kann morgen sicher mit seinem Beruf eine Familie ernähren. Und das ist sicher auch schön für einen jungen Menschen, wenn er eine Zukunft hat. Und weiß, ich kriege morgen eine Arbeit, ich bin gefuckt auf den Arbeitsmarkt und ich kann mich gut weiter bewegen, ich komme gut weiter. Das Fazit der Kinder: Ich möchte gerne Handwerkerin werden und möchte malen, zeichnen und alles Englisch. Architekt sein. Aber ich probiere ein bisschen aus mit Handwerk. Ich möchte gerne einen Beruf machen. Ich möchte lieber Skifahrer werden. Wie immer sich die Kinder entscheiden, sie sollten die Wahl haben. Auch das ein Ziel der Erlebniswelt Baustelle. Mir geht es darum, dass junge Menschen gerade nach der Mittelschule frei entscheiden und sich nicht denken, das ist der Ausbildungsweg erster Kategorie und der zweiter Kategorie, sondern jeder Ausbildungsweg ist gleich viel wert und ich entscheide mich nach meinen Talenten und Fähigkeiten. Nur das möchte ich, dann wäre viel schon erreicht. Wir sehen uns am Bau. Tschüss!